Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es die Highlights der ersten Solo Hype Night in Season 2, die wir gestern live im Livestream gespielt haben. Wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Dann schaffen wir vielleicht demnächst auch die 300 Abonnenten und ich muss mich auch wirklich viel bedanken. Die letzten zwei Challenge-Videos haben insgesamt 7 Abonnenten irgendwie gebracht, was auf jeden Fall super krass ist wieder. Jetzt sind wir schon bei 265, also nicht mehr lang, dann haben wir auch wieder die 300 Abonnenten. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ihr könnt natürlich gerne auch dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, mehr Feedback in die Kommentare schreiben und ihr könnt natürlich auch auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, wenn ihr heute dort auch mal die Solo Hype Night live sehen wollt. Das Verwirrende an dem ganzen Turnier war, dass man 4 verschiedene Hype Nights spielen konnte, und zwar einmal die Shadow und Ghost Hype Night und dann noch die Shadow und Ghost Hype Night Plus. Beim Plus-Variant musste man einmalig 300 Hype bezahlen und konnte dann eben halt so, wenn man ungefähr obere 10% gekommen ist, mehr Hype verdienen als in der normalen Hype Night. Bei der normalen Hype Night muss man eben halt nichts bezahlen, bekommt dafür allerdings auch nicht so viel. Und bei der Plus-Hype Night stand eben halt eigentlich in der Beschreibung, dass das Turnier aus nur einer einzigen Runde besteht. Das stimmt allerdings nicht. Es besteht einfach ganz normal aus 10 Runden. Hat eben halt nur dieses andere Preisgeldsystem oder Hype-System sozusagen. Und dann konnte man sich immer noch zusätzlich entscheiden, ob man Ghost oder Shadow spielen wollte. Man konnte allerdings auch beides spielen. Das heißt, dann beim einen mit den 10 Runden durch war, konnte man auch noch das andere spielen. Insgesamt konnte man dann eben halt tatsächlich 4 verschiedene Turniere gleichzeitig spielen. Was so ein bisschen komisch ist, weil wozu sollte man 2 Turniere machen, wenn man beide dann einfach spielen kann und die einfach gleichzeitig laufen. Dann hat es ja auch keine Entscheidung zwischen der Seite Ghost und Shadow. Das passt immer halt eigentlich nicht wirklich zusammen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es gewollt ist. Ich hoffe, euch gefallen auf jeden Fall die Highlights und ich wünsche jetzt viel Spaß damit. Ich muss so nach Usbekistan. So. Alter, wie geil. Ich würde mich bei beiden halb anstrengen. 30 machen. Denn das andere. Ja, ich glaube schon. Nein. In meinen Augen hat das auch null Sinn ergeben. Oh nee, Digga, ich bin weg hier. Ich hab keine Waffe. Bei mir ist Big Fight. Und ich könnte so gut Kills machen. Ich hab nur leider keine Waffe. Nö, Digga, ich hab keine Med. Och, Digga, deswegen gehe ich doch nicht. Ich öffne eine Truhe und bekomme keine Meds darauf. Hä? Oh, ich bin grad so scheiße. Dann an.
Aber der weiß ja, wo ich drin bin. Jetzt kommt der Spacko mit der Minigun. Nein! Er hatte 2 HP und wurde abgestaubt. Oh nee, Digga. Ich hab nur Spaß und bei mir ist der übelste Schwitz. Er hat auch gefühlt 3000 Spieler schon los. Also Lars, ich würde auf jeden Fall sagen, nächste Woche Halbline Plus auf oder morgen. Ja. Es lohnt sich ja mal so viel mehr. Wenn der sich öffnet. Nein, aber, ja. Ja, was spielt denn bitte Max für Kackgeld? Dieser Mordhau oder so. Nein! Und das erste Mal. Okay. Später. Ich komme später safe noch an. Jo. Nein, oh, Digga. Nein, oh. Ein Miniscan. Er hat keine Heal. Och, Digga, Mann. Egal.